Liebe Weinfreunde, ich darf euch jetzt den Chardonnay aus der Riedbrunndoppel 2020 vorstellen. Die Riedbrunndoppel liegt in Nusterburg der Traisen, zu Teiern nur einen Katzensprung entfernt und ist eine der höchsten Lagen im Traisental mit ungefähr 400 Metern Seehöhe. Die Riedbrunndoppel ist ganz stark geprägt von Konglomeratgestein, das hier wirklich bis an die Oberfläche kommt. Ein sehr karger Boden, der den Ertrag sehr stark reguliert, und der Chardonnay passt wirklich wie die Faust aufs Auge in die Riedbrunndoppel. Wir werden jetzt den Chardonnay gleich mal verkosten. Ja, da zeigen sich sehr schöne Burgundernoten und durch den Lesezeitpunkt doch auch etwas später als so unsere Hauptlese nimmt der Chardonnay hier immer eine rauchige Note vom Boden mit. Also wir reifen diesen Chardonnay nicht im Holzfass und er zeigt trotzdem meistens leicht rauchige Anklänge. Das finden wir sehr spannend, das kehrt auch bei unserem grünen Veltliner, den wir hier aus der Riedbrunndoppel ausbauen, wieder. Ja, eine sehr vielschichtige, komplexe Nase mit auch sehr leicht salzigen Noten und eine gelbe Frucht in der Nase. Und am Gaumen zeigt sich die leicht animierende Säure des Chardonnays, die doch immer ein bisschen höher ist, also die ganz typisch höher ist. Und der cremige Charakter des Burgunders aus dieser Lage. Was ich hier empfehle, ist eine Vergleichsverkostung des Riedbrunndoppels Chardonnays und des Riedbrunndoppels Grünen Veltliner. Das ist sehr spannend und man kann hier wirklich interessante Parallelen erkennen. Also würde ich dir unbedingt eine Verkostung dieser beiden Weine nebeneinander empfehlen.